Dann stieg sie wohl 1000 Fuß hoch steil in die Luft hinauf und stürzte sich plötzlich auf ihn herab. Ahab tat, als beobachtete er sie nicht. Er schaute voraus. Plötzlich schrie einer von uns: »Ihr Hut, Sir, Ihr Hut!« Da aber wischte schon die dunkle Schwinge des Raubvogels Ahab über die Augen und ein langer Hakenschnabel schlug nach seinem Kopf. Aufkreischend schoss der Raubvogel mit seiner Beute davon. Dreimal umflog der Adler das Haupt des Tarquinius. Dreimal raubte er ihm die Kappe und setzte sie ihm dreimal wieder auf. Und Tanaquil, seine Gemahlin, weissagte ihm, er werde Rom gründen. Doch nur die Krönung durch den Vogel galt als gutes Zeichen, nicht der Raub. Ahabs Hut aber kam nicht wieder. Die Möwe flog weiter und immer weiter, und als sie endlich in weiter Ferne verschwand, erkannten wir noch zuletzt, wie ein winziger Punkt aus großer Höhe herab in die See fiel.